Ciao Belli, wie geht's euch? Louis hier wieder für euch am Start. Hoffe, euch geht's gut. Dank Gott, mir geht es gut. Ja, dank dem Herrn. Und kann hier für euch etwas vorstellen, was wahrscheinlich den meisten Herren ja gefallen wird. Und zwar bin ich schon lange auf der Suche nach dem perfekten Duftzwilling von Prada Lom. Ja, nicht das Intense, sondern das Lom. Ja, den normalen. Ist ein bisschen weicher und ich habe, glaubt mir Leute, ich bin Freund von Alexandra Fragrance, Dua Fragrance, Eclat liebe ich sehr hier in Deutschland, ja. Allerdings Leute, Divine aus Spanien liebe ich sehr, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos verfolgt. Und ich muss euch aber eins sagen, den Prada Lom, den hat keiner so gut kopiert, definitiv. Egal, was ich getestet habe, wer es sich den Versuch gewagt hat, ihn zu kreieren, dass ein bisschen ihm ähnlich riecht, ja, dann war es wirklich nur ein bisschen, so vielleicht 60 bis 70%. Aber ich habe einen Duft hier, Leute, von Vabel, und ich spreche von Vabel schon öfters, ja. Ich liebe Vabel, das ist super günstig, ja, mega, mega, mega günstige Preise, Leute. Da könnt ihr sogar vielleicht für ein Nische, zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr kauft euch ein Originalparfum für 100 €, kriegt ihr hier 10 Düfte, so günstig sind die, okay. Und der hier, der fittet, also was fit, sorry, ich wollte es gerade auf Englisch sagen, der ist so identisch, Leute. Ja, meine Frau kann kaum den Unterschied erschnuppern und ich selber, ich erschnuppere ihn wirklich, wenn ich da wirklich identisch und mich da wirklich akkurat dahinter stecke, dann merke ich vielleicht den Unterschied hier vielleicht beim Neroli, ja. Aber wie gesagt, Leute, die Iris hier, Amber, Patchouli, Neroli, Pfeffer, Veilchen und Zeder hier, Leute, identisch wie genauso der Prada Lom, ja. Also herrlicher Duft, herrlicher Duft. Ich finde ihn ja teilweise besser sogar als den Intense, denn der Intense ist mir ein bisschen zu besonderen Anlässen. Der ist mir ein bisschen zu stark, ja, der projiziert zu stark. Und der hier, den könnt ihr wirklich zu jedem Alltag nutzen. Den könnt ihr im Winter nutzen, denn der hier vom Vabel, der ist auch noch voll stark, Leute. Der hat mindestens Haltbarkeit von 3 bis 4 Stunden garantiert, Leute. Ja, das passiert mir manchmal beim Originalen, passiert mir das manchmal, dass ich nach 2,5 oder so ihn nicht mal erschnupper. Testet ihn, der nennt sich L'Homme de Vabel, ja, L'Homme de Vabel, schreibt euch das auf und der ähnelt wirklich dem Prada L'Homme, nicht den Intense, sondern dem Prada L'Homme, Weltklasse Duft, okay, für mich, wie gesagt, auch ein Unisex Duft, ja, der ist nicht nur für Männer tragbar, können Ladies genauso gut tragen und ist ein exklusiver Duft, ein exklusiver. Maskulin riecht er, aber nicht so extrem. Ja, das solltet ihr wissen. Ein bisschen Saubermann, ja, davor hat er den Namen Mr. Saubermann. Aber ich finde ihn nicht nur Saubermann, ich finde ihn einfach herrlich, himmlisch. Weltklasse, die Iris hier, die duftet ja Weltklasse. Und vor allem testet den hier von Vabel. Ja, der ist wirklich Weltklasse. Ihr wollt nicht wissen, was das kostet. Das kostet euch vielleicht gerade mal 9,95 €. Das ist ein Witz für 30 Milliliter. Das ist ein Witz, Leute. Das ist ein Witz. Ja. Vabel ist wirklich Weltklasse, was die hier produzieren. Vor allem mit den Ingredienzen sind auch wirklich genauso hochwertig wie die Originalen. Und man sollte auch immer wieder eine Alternative, auch eine Chance geben. Denn alles wird kopiert. Wenn jetzt zum Beispiel Porsche ein super schnelles Auto rausbringt, dann kommt auch gleich AMG und bringt ein super schnelles oder was weiß ich, Autoindustrie kopiert, alles kopiert, Mode wird kopiert. Leute, es wird kopiert. Es ist halt so. Selbst wenn du jetzt einen Döner rausbringst, ja, dann kommt der andere und macht auch einen Dönerladen und will den Döner. Ja, zum Beispiel. Ist jetzt gerade ein blödes Beispiel, ja, aber es ist so. Wenn nicht, wenn es das nicht geben würde, zum Beispiel so Duftzwillinge, ja, so Firmen, dann so hat man viel mehr die Möglichkeit, dass die großen Namen auch dadurch einen Gewinn erzielen, ja, weil umso mehr der Duft verbreitet wird, umso mehr Leute werden darauf aufmerksam und dann wird gefragt, was ist das für ein Dumm Duft, ach, das Duftzwilling von zum Beispiel Prada L'Homme. Der Nächste, der das gehört hat, denkt ja nicht den Duftzwilling von Vabel von Prada L'Homme. Das musst du ja speziell hören, ja, wenn du dann bei der nächsten Parfümerie drin bist oder so und siehst dann Prada und der Duft hat dir so sehr gefallen, ihr werdet ihn dann kaufen. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht immer verurteilen, ja, sondern auch mal
konstruktiv, positiv drüber denken. Also das ist ein guter Job. Viele, viele YouTuber sagen, nein, mich interessiert nur die Originalen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Guck doch mal selber die Originalen, Leute. Ja, guck doch mal selber dieses Parfum de Mali Hero. Das ähnelt auch dem Makler Pure Havan. Und die Pure Havan ähnelt auch den Dark Resurrection 2. Ja, wer jetzt wen da kopiert hat, das weiß man nicht. Verstehst du, was ich meine? Irgendeiner hat mal angefangen. Ja, also heroisch ganz obere Nische, dann kommt hier Remakler drunter und dann kommt Insurrection, ja, von Rayen Tradition. Ja, und das sind auch die drei gleichen Düfte. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das beste Beispiel. Leute, ich habe schon zu viel gequatscht. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Top-Duft, Mega-Haltbarkeit, testet ihn für einen Alltagsduft bei Wabel, super günstig. Ciao, Belli.